Und damit herzlich willkommen zum Spiel Dortmund gegen RB Leipzig, Zweiter gegen Dritter. Und ja, zwei Spitzenmannschaften. Die eine wurde im letzten Spiel ein bisschen verarscht, die andere steht nicht so schlecht da und hat uns überholt. Aber heute neues Spiel, neues Glück. Schauen wir mal, ob diesmal der Fußballmanager etwas gnädiger mit uns ist. Auf geht's ins Spiel mit Marco Reus. Marco Reus verfolgt von Shaqiri, Reus, und dann gibt's die erste Ecke im Spiel. Auch getreten von Reus, nehme ich mal an. Und die kommt auch noch bei Mkhitaryan an. Und er hat den ersten Abschluss des Spiels. Abstoß Flachodimos. Schöner Ball auf Da Costa. Der schickt Shaqiri. Der müsste schneller sein als Großkreuz. Shaqiri im zweiten. Kempf klärt vor Dangu. Dann aber der Fehlpass, Tello, Christian Tello, Ballverlust gegen Gangbang Boateng, nein, das ist Kevin Prinz. Und Durm, der Ex-Dortmunder, wird hier gefoult und es gibt Freistoß, Schiri versteckt sich wieder in der Dortmunder Mauer, weiß man, okay, Schiri ist wieder für Dortmund. Shaqiri, viel zu nah am Torwart, das dürfte kein Problem für Zieler sein, ist es auch nicht. Hui, heute müssten wir gewinnen, damit wenigstens Platz 2 für uns noch realistisch ist. Wenn wir heute gegen Dortmund verlieren, war es das auch fast mit Platz 2. Und da wäre Ramos fast durch. Flachodimos mit einem Bambini-Abschlag, wie immer. Durm, Tello vorbei an Piszczek. Tello, Piszczek holt sich wieder. Tello bleibt am Ball. Solide Flanke, schön abgelegt und Dangu macht das 1:0. Ich dachte schon, der vergibt wieder. Gut gestartet, weitermachen Jungs. Diesmal nicht eine Führung verschenken. Mkhitaryan, schlechte Flanke. Großkreuz versaut es auch noch, Gott sei Dank. Reinhardt, Groß, nein, Reus. Suarez mit einem schlechten Ball. Boateng mit einem guten Ball, aber Flachodimos spielt mit. Abwerfen, Junge. Danke. Durm. Tello, Dangu. Schöner Ball auf Shaqiri. Dangu wird gefoult so ein bisschen. Aber Leipzig bleibt im Ballbesitz. Tello, das ist unnötig. Boateng ist in Not. Subotic, Suarez. Viel zu groß der Abstand. Warum steht ihr so weit da hinten drin? Das ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Den Freistoß wird der Reus machen, nehme ich mal an. Wieder so ein Tor aus dem Nichts. Es geht weiter wie gegen Schalke. Als wäre das alles durchdacht und gewollt gewesen. Dangu. Ja, und der Torwart hält wieder überragend wie gegen Schalke. Ja, nochmal. Yay. Geil! Ihr wollt mich doch nur noch verarschen. Shaqiri, Dangu, scheitert wieder am Torwart, der rauskommt. Alles klar, weißt du Bescheid, wir sehen heute wieder keine 3 Punkte. Glückwunsch. Immer gegen uns sind die Torhüter überragend. Spiel doch unten auf Durm. Mann, spiel doch auf Durm, das ist ein Foul! Foul! Meine Fresse, ey. Ja, Torwart überragend. Überragend. Ich feiere das Spiel. Ohne Ende. Ist das geil. Es ist nicht zu fassen, ey. Es ist nicht zu fassen einfach hier. Ja, und jetzt kommt er. Zack, Tor. Es ist lächerlich. Es ist, ich möchte am liebsten ausmachen. Ich habe keinen Bock, verarscht zu werden. Ohne Spaß. Wir haben hier die übelsten Chancen, dominieren jede Mannschaft in Grund und Boden und die rocken einfach, weil sie Tore machen und selber nicht wissen, warum. Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Dangu ist vorbei, aber wisst ihr, wer den Ball halten wird? Genau, der Zieler. Oder Dangu vergibt kläglich, kann auch sein. Man weiß es nicht.
Ey, das ist so bitter, ohne Spaß. Wir spielen so gut. Und nur wer die Torhüter. Ja, faul, wird wieder nicht gepfiffen. Alles klar, Eishockey spielen wir. Wir spielen, ah ja, Zieler mit der nächsten überragenden Parade. Es geht echt so weiter wie gegen Schalke. Ich kotze im Strahl. Alle Torhüter gegen uns erwischen den weltbesten Tag. Sind deutsche Nationaltorhüter, Stammtorhüter. Seit 100 Jahren unbesiegt, ohne Gegentreffer. Alles klar. Und hinten geht jedes Ding rein. Sag ich doch, jedes Ding geht rein. Als wäre Ramos der übelste Stürmer, weißt du? Gut, dass ich hiermit gleich die Aufnahmesession beende, denn ich fühle mich jetzt definitiv voll verarscht. Sowas von verarscht. Das ist doch echt lächerlich, das macht keinen Bock mehr. Verarschen kann ich mich alleine, dafür brauche ich kein Computerspiel spielen. Nee, ich bleib dabei, wir waren das bessere Team. Wir waren das bessere Team. Reus grätscht da Costa um, alles war hier fair, alles fair, ist doch super. Ich guck gar nicht mehr hin, weil wie gesagt, ich werde eh nur verarscht, ist mir egal, was da passiert. Kommentieren könnt ihr auch alleine, vielleicht seid ihr mal froh, wenn ich gerade mal meine Fresse halte. Wie schlecht ist das, Telio? Hey, Gegentor Nummer 4, geil. Ich meine, in der zweiten Halbzeit sind wir, glaube ich, ganz schlecht. Ich habe nicht viel gesehen, aber ist trotzdem geil. Ist geil. Ach, nee. Mit Sicherheit. Platz 2 ist AD. Wie kann man nur so vom Spiel verarscht werden? Wenn meine Jungs beschissen spielen würden, würde ich noch sagen, hey, ist okay, dass wir nur Dritter werden in dieser Saison. Aber meine, die kicken hier überragenden Fußball teilweise, ne? Und da wird man so vom Spiel verarscht, dass man gar keinen Bock mehr drauf hat. Ich wollte gleich noch Liverpool aufnehmen, aber dann, guck mal, der Torwart, der hält da einfach alles. Und auf der anderen Seite gehen Schüsse aus 100 Metern rein. Kannst du mir noch nicht erzählen, Junge?
Und Weiser ist hier überall hier, der ist besser als Reus. Der macht die ganze Mannschaft frisch. Er ist unnormal mit einer 69er Bewertung oder so. Also wie der Verteidiger da aussieht im Zweikampf, mein lieber Mann, klasse, toll. Ja, Zuschauer fordern eine gelbe Karte nach diesem Zweikampf. Ich kann sie verstehen. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik. Ball gespielt, wird als Foul ausgelegt. Der Spieler ist sogar noch verletzt. Keine gelbe Karte. Oh, das war ein böses Foul. Und was macht der Schiedsrichter? Er lässt weiterlaufen. Das gibt's doch nicht. Das ist ein Foul gewesen, Mann. Das gibt es doch einfach nicht. Es darf nicht wahr sein, ey. Der kickt den volle Möhre um und es gibt nix. Nix. Und die machen jetzt das 5-1. Ja, kein Problem für den Torwart. Ich fühle mich so richtig verarscht, aber richtig. Das Spiel ist natürlich schon längst entschieden. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Klare Sache, logisch, Freistoß. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ah, klasse weggekommen. Die bleiben auch immer im Ballbesitz. Immer. Bricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Der Verteidiger, und den muss er jetzt vermeiden. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da und feiern. Zwei solche behinderten abgefälschten Tore, ist das eigentlich euer Ernst, ey? Der Ball ist im Tor aus und damit Abschluss. Und der Torwart schlägt ihn, ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt, der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können Sie mehr als. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.